Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Antoczek, herzlichen Dank für die Einladung. Jedes fünfte Kind ist in Österreich von Armut betroffen oder armutsgefährdet. Das geht nicht. Das wollen wir nicht, das können wir nicht wollen und es lässt sich auch ganz einfach ändern. Es ist für uns alle nicht gut und schadet uns allen, wenn in 20% unserer Kinder im Familienleben, deren Lebensrealität so aussieht, dass am Monatsende das Geld fürs Essen knapp wird, dass die Kinder einen gesundheitlichen Schaden nehmen, dass im Winter nicht alle Räume geheizt werden können, dass wirklich viele Kinder an wichtigen sozialen Aktivitäten mit den Freunden und Freundinnen nicht teilnehmen können, weil das Geld dafür nicht da ist, dass in einer Wissensgesellschaft Kindern Bildungschancen verwehrt werden und dass Kinder in Sorge aufwachsen. Das wollen wir nicht, das können wir nicht wollen. Wir wollen, dass jedes Kind alle Chancen bekommt. Das Team unserer Volkshilfe Österreich hat in den letzten Jahren gemeinsam mit vielen Experten und Expertinnen ein Modell entwickelt, das Modell der Kindergrundsicherung, das hier Abhilfe schaffen kann. Das Modell ist sehr fundiert, in Österreich jedenfalls finanzierbar und in der Lage, eine Grundlage dafür zu schaffen, die es sicherstellt, dass sich die Lebensrealität der Kinder in unserer Gesellschaft deutlich verbessert. Erich Fenninger, der Direktor der Volkshilfe Österreich, der steht neben mir, deswegen schaue ich für die Online-Zusendauer darüber, wird Ihnen dieses Konzept heute vorstellen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei der Fachhochschule Joanneum, Studiengang Sozialmanagement, für die Organisation dieser Veranstaltung und für die Möglichkeit, dass wir unsere Ideen einem breiten Fachpublikum zugänglich machen können. Ich bedanke mich wirklich herzlich für noch eine Form der Zusammenarbeit, die ein Herzensanliegen für uns ist. Von Armut sind in Österreich Buben und Mädchen gleichermaßen betroffen. Was sich unterscheidet, ist der Umgang damit. Wir haben in unserem jahrelangen Engagement der Unterstützungsleistungen über Spendengelder für Kinder festgestellt, dass die Erwachsenen bereit sind, deutlich signifikant stärker die Folgen von Armut bei Mädchen zu akzeptieren als die Folgen von Armut bei Buben. Was heißt das? Unsere wirklich vielfältigen Unterstützungsleistungen, die wir auch immer wieder anpassen, wo es uns immer wieder gelingt, Spendenmittel aufzutreiben, werden in deutlich stärkerem Ausmaß von Erwachsenen für Buben abgerufen und auch höhere Beträge werden für Buben als für Mädchen abgerufen. Gegen die Folgen der Armut von Mädchen unternimmt seltener etwas als gegen die Folgen von Armut für Buben. Warum ist das so? Wo sind diese Mädchen? Warum setzt sich seltener jemand für die Mädchen ein? Den Fragen wollen wir nachgehen und dafür haben wir ein Forschungsprojekt auf die Beine gestellt. Die Fachhochschule Joanneum, Studiengang Sozialmanagement unter der Leitung von Anna Regler wird gemeinsam mit der Volkshilfe in den nächsten Wochen starten, diese Sache auf den Grund gehen und mit uns gemeinsam, so hoffen wir doch, Wege entwickeln, wie wir diese aus unserer Sicht wirklich unerhörte Schieflage ausgleichen können. Das Projekt nennt sich Auf der Suche nach den unsichtbaren Mädchen. Ich denke, wir werden dann auch Gelegenheit haben, das einer interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren, wenn wir erste Ergebnisse haben. Und für die Möglichkeit, das gemeinsam zu machen, bedanke ich mich bei der Fachhochschule ausdrücklich. Das ist, wie gesagt, ein wirklich großes Herzensanliegen für uns. Nun zurück zum Modell der Kindergrundsicherung. Ich wünsche Ihnen einen spannenden Vortrag. Vielen Dank. Ja, hallo. Als Institutsleiterin hier an der FH Joanneum für den Bereich Soziale Arbeit freut es mich sehr, jetzt auch begrüßen zu dürfen. Liebe Frau Geschäftsführerin Schaffarik, liebe Erich Fenninger, liebe Kolleginnen aus dem Organisationsteam dieser Veranstaltung, liebe Zuhörerinnen aus dem Kolleginnenkreis, aus dem Kreis der Studierenden, der Praxis von Sozialarbeit und darüber hinaus Interessierte und Engagierte. Willkommen beim sicher sehr interessanten Vortrag zu einem Thema, das in einem so reichen Land wie Österreich unbedingt vorangebracht werden muss.
Als ich von der Volkshilfe Steiermark gefragt wurde, ob an der FH Joanneum, Institut Soziale Arbeit, ein Vortrag von Erich Fenninger zum Thema Kindergrundsicherung möglich und erwünscht wäre, habe ich keine Sekunde gezögert, sondern sofort zugestimmt, sich für dieses Thema unbedingt auch bei uns an der FH einzusetzen. Ich möchte in meiner Begrüßung zum Vortrag drei Aspekte voranstellen. Erstens, absolute und relative Armut. Relative Armut entsteht in Relation zu Reichtum. Bekanntlich gilt unsere Gesellschaft nicht als arm. In den letzten Tagen wurde in den Medien mehrfach vom Global Wealth Report der Schweizer Bank berichtet und dass die Zahl der Dollarmillionäre weltweit gestiegen ist und es auch in Österreich mittlerweile 346.000 Dollarmillionäre gibt. Im Vergleich dazu, Einwohnerinnen in Graz sind etwas unter 300.000. Hier sind wir schon weit über 300.000. Leider nicht veröffentlicht wurde parallel dazu die Zahl von armen Menschen und ob diese im letzten Jahr gesunken wäre oder unverändert geblieben ist oder gestiegen ist. Ich und wohl auch andere würden gerne dazu Bescheid wissen. Forschungen zu Armut sind zwar vorhanden, aber nicht sehr populär. Noch weniger populär sind Forschungen zu Reichtum und wie dieser entsteht. Beides, also Reichtums- und Armutsforschung, würde mich als Bürgerin einer hochentwickelten Gesellschaft sehr interessieren. Als Sozialarbeiterin weiß ich, dass absolute Armut bedeutet, Hunger zu haben oder auch keine Jause in die Schule mitzubekommen, schlecht gekleidet oder auch wenig gepflegt zu sein, keine Freundinnen nach Hause einladen zu können, da es nur eine sehr kleine Wohnung gibt, nicht teilnehmen zu können an Veranstaltungen, die was kosten, keine gute Schulausstattung zu haben und vieles mehr. Wer selbst nicht arm war, kann dieses Gefühl schwer nachvollziehen. Ich denke, dass diese Aussage richtig ist. Auch leicht erkennbar und richtig ist, dass sowohl Reichtum als auch Armut vererbt werden. Zweiter Aspekt, Thema unsichtbare Gewalt. Wir beteiligen uns an der FH Joanneum, Institut Soziale Arbeit, neben der schon angesprochenen Forschung zum Thema Mädchen und Armut auch an einem Projekt, das sich mit unsichtbarer Gewalt beschäftigt. Zwang und Gewalt sind immer schrecklich und zu verurteilen. Besonders problematisch ist versteckte und wenig sichtbare Gewalt. Vordergründig fällt dabei nicht auf, worin die Probleme liegen und wodurch Leid entsteht. Armut ist für mich genau solch ein Problem, das versteckt und tabuisiert wird und mit viel Scham und Selbstzweifeln verbunden ist. Armut ist eine Form von massiver, struktureller und individueller Gewalt. Drittens, kein Kind in Österreich soll in Armut aufwachsen. Ich vermute sehr, dass alle Menschen, die in Österreich leben, diesem Satz zustimmen bzw. keinen ernsthaften Einspruch haben. Warum aber gelingt es nicht, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen? Seit vielen Jahren ist es so Thema. Was wäre zu tun, damit es gelingt? Wer kann wie dazu beitragen? Eine Kette ist so gut wie das schwächste Glied und eine Gesellschaft so gut, die mit Ärmsten und Schwächsten umgeht. Ich gehe davon aus, dass der nun folgende Beitrag meines sehr geschätzten Kollegen Erich Fenninger dazu beitragen wird, die Thematik anschaulich zu erläutern, Wege aus der Kinderarmut hin zu einer Kindergrundsicherung zu skizzieren und damit einen Grundstein für ein gelingendes Leben und ein Wohlergehen für alle zu schaffen. Vielen Dank für dein Kommen an die FH. Bitte um deinen Vortrag. Ja, hallo, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich möchte mich zunächst bedanken beim Joanneum dafür, dass wir heute die Möglichkeit haben, die Kindergrundsicherung als das Modell, die Kinderarmut in Österreich zu beenden, vorstellen dürfen. Möchte mir natürlich
sozusagen persönlich bedanken bei Gertrud Pantocek dafür, dass wir heute hier sein dürfen und bei Anna Riegler, die das ermöglicht haben, heute zusammenzufinden. Und ich bedanke mich bei Ihnen, bei euch, am heißesten Tag, aber von Franz Ferner heute gehört, des Junis hier die Vorlesung zu besuchen. Also danke dafür, dass ihr dabei seid. Die Kinderarmut ist ein dramatisches Problem für jene, die es trifft. Jedes fünfte Kind ist von Armut betroffen in Österreich und das in einem der reichsten Länder der Welt. Vor 2 Jahren waren es 19% der Kinder und Jugendlichen in Österreich, jetzt sind es 22%. Die Berechnungsgrundlage gilt der Zeithorizont im letzten Jahr. Das heißt, wir vermuten, die Experten, Expertinnen, dass sich das manifestieren wird auf diesem hohen Niveau, beziehungsweise vielleicht im nächsten Jahr noch einmal verschärfen wird. Und unser großer Anspruch ist es ja, wenn man unsere Quellenprofession, die der sozialen Arbeit anschaut und die Deklaration der Global Definition von Melbourne 2014 in Betracht zieht, dann ist es letztlich, dass unsere Aufgabe ist, ein Wellbeing herzustellen. Das heißt, dass Menschen autonom, selbstständig ein gelingendes Leben leben können. Und die Methodik dafür ist, dass wir sie ermächtigen und so wie es auch in der Melbourne Global Definition steht von 2014 eben auch, sie befreien aus Zwangslagen und Zwangskontexten. Und Armut und Exklusion ist ein Zwangskontext für die Kinder und Jugendliche. Und das deckt sich auch mit der Haltung der Volkshilfe, das ist unser Mission Statement, der innere Kern. Letztlich ist, dass wir Benachteiligungen identifizieren, die struktureller Natur sind, um diese Benachteiligungen auch aufheben zu können. Und das alles führt zu der Thematik, wie kann man Kinderarmut abschaffen? Das klingt vielleicht im ersten Moment als utopisch, es erweist sich aber, glaube ich, hoffentlich im Folge des Vortrags als realistische Perspektive. Abgesehen davon kann man mit Oskar Negg sprechen, das einzige Realistische sind unsere Utopien, die Welt nach vorne zu entwickeln. Ich beginne jetzt mit der nächsten Folie. Was kostet ein Kind? Und möchte versuchen, zunächst auf den Fokus, euren Fokus darauf zu richten, dass die internationale Forschung letztlich sich einig ist, dass es 4 Dimensionen gibt, dass das kindliche Leben umfasst und trifft. Also zunächst die materielle Dimension. Die materielle Dimension wird allgemein definiert als der Wohnraum, die Ernährung und die Bekleidung. Die soziale Dimension ist sozusagen die sozialen Netzwerke aufzubauen, diese Knüpfen zu kennen und in dieser Dimension durch Freunde, Freundinnen informell, aber auch mit formalen Strukturen soziale Kompetenzen im Entwicklungsprozess zu entwickeln. Die kulturelle Dimension ist natürlich die formale, vor allem Bildung, die so wichtig ist für die Kinder und Jugendlichen und wo wir sehen, ja statistisch gesehen, dass so viele Kinder und Jugendliche, die arm aufwachsen, sehr früh aus dem Bildungssystem ausscheiden und die gesundheitliche Dimension. Und um hier mich nicht länger aufzuhalten auf die Dimensionen, weil ich denke, viele von euch und von Ihnen werden darüber sehr gut Bescheid wissen, insbesondere den Forschungsergebnissen aus Deutschland, ISS-Institut beispielsweise, wo es Langzeitarmutsforschungen gibt, die die Dimensionen sehr klar umrissen haben, ist es wichtig festzuhalten, dass diese Dimensionen, die hier zusammenwirken, tatsächlich die Lebenswelten der Kinder extrem verengen und sie sich nicht so entwickeln können wie andere Kinder, die von diesen Zwangslage nicht betroffen sind, entwickeln können. Es war natürlich schwierig, wenn man nachdenken, wie kann man die Armut aufheben und es damit auch um finanzielle Beträge geht, wie kann man die errechnen. Die Errechnungsgrundlage war die Basis sozusagen fehlt uns seit 1964. 1964 war die letzte Kinderkostenanalyse. Wir haben als Volkshilfe und viele andere Organisationen immer wieder die Politik versucht zu drängen, endlich eine Kinderkostenanalyse aufzustellen. Der Minister Anschober hat es im letzten Jahr einen Auftrag gegeben. Aufgrund der Pandemie hat sich vieles verschoben und wir hoffen, dass Ende des Jahres beispielsweise also diese neue dann Studie zugrunde liegt. Allerdings denke ich, war eben
in der Denkbewegung eine Möglichkeit, die lösbar mir schien, nämlich auf Basis der Schuldnerberatungsparameter, die sehr genau die Kosten im materiellen Bereich, sozialen, kulturellen, gesundheitlichen erfassen, einmal grundsätzlich hochzurechnen. Und wenn wir letztlich das tun, leiten wir uns ja an, dass wir eine Kinderrechtscharta in Österreich im Verfassungsrang haben. Und ihr seht auch auf der Folie, dass hier in den verschiedensten Paragraphen eigentlich diese Kinderrechte verankert sind, dass alle Kinder das Recht haben auf eine körperliche, geistige, psychische und soziale Entwicklung, dass alle Kinder das Recht haben, Spiel- und altersgemäße Erholung, aber auch Teilhabe an der am kulturellen Leben haben sollten, dass auch Bildung und Chancengleichheit bestehen sollte und ein Höchstmaß an gesundheitlicher Entwicklung operationalisiert werden sollte. Wir sehen aber, dass es nicht operationalisiert wird, dass es dann Makulatur bleibt, wenn wir die Kinder, die arm aufwachsen, nicht spezifisch unterstützen. Dann bleiben diese Kinder und Jugendlichen trotz der Beschlusslage sozusagen von dieser positiven Entwicklung ausgeschlossen. Ich möchte jetzt zu den Zahlen kommen, wenn man die Parameter und die einzelnen Kosten versucht, von diesen hier vorhandenen Zahlen herauszurechnen, dann glauben wir richtig zu liegen, dass die materielle Dimension in Österreich pro Monat etwa 300 Euro kostet, die soziale 95, also die Teilhabekosten. Denken wir an die Situation, dass in Österreich alles im Kindbereich mittlerweile kommerzialisiert ist. Die Welt schaut anders aus, wenn man mit der älteren Generation spricht. Naja, ich verstehe das nicht ganz mit der Kinderarmutsbekämpfung, ist das so wichtig, weil wir haben ja früher alle wenig Geld gehabt und der Unterschied ist das Wort alle. Damals, nach dem Faschismus, nach dem Krieg, haben sozusagen alle wenig gehabt, weniger viel und alle sind in dieselben Räume eingetreten. Das waren nicht kommerzialisierte Räume, damit waren sie sozusagen frei von Kosten und die Kinder sind in die gleichen Schulen gegangen und haben sie relativ doch gleich beteiligen können. Heute haben wir eine segmentierte Gesellschaft, wo der Freizeitbereich, der vorschulische und auch dann der parallel zum schulischen Bereich vorhandene Freizeitbereich mit Eintrittsgeldern, Vereinsmitgliedschaften etc. verbunden ist. Dann die Bildungsdimension, man spricht gern oberflächlich, dass wir eine Gratisschule haben und die Schulpflicht haben, das ist alles richtig. Trotzdem ist zu beobachten, dass seit den 1970er, 80er Jahren die Schule wieder teurer geworden ist und jährlich werden die Kosten berechnet und belaufen sie zwischen 850 Euro pro Jahr bis zu 1150 Euro. Und die gesundheitliche Dimension, Sie sehen das auf der Folie, das ist eigentlich ein geringerer Beitrag in Relation zu den anderen. Und das begründet sie, dass wir doch noch ein barrierefreies Gesundheitssystem haben, die Zugänge ermöglichen, mit Ausnahme von Therapien etc., wo man natürlich als Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin wissen, dass da massives Problem gibt. Und wir wissen, dass die Kinder, die armutsbetroffen sind, sehr früh gesundheitliche Schäden mit sich tragen, sie sich siebenmal so häufig verletzen wie andere Kinder und Jugendliche und letztlich schon bei Schuleintritt somatische Auffälligkeiten haben und definitiv Krankheitsbilder vorweisen, ohne dass die Medizin das organisch zuweisen könnte. Zusammengefasst, wenn wir diese Dimensionen, die Wissenschaft der Lieder sozusagen zugegen sind, mit finanziellen Mitteln in Zusammenhang bringen und sagen, wir wollen nicht nur das Mindeste eines Kindes sichern, sondern wirklich eine Teilhabe, dann kommen wir, wie dick auf den roten Balken zu lesen ist, auf 625 Euro. Im ersten Moment hat man das auch persönlich gedacht, kann das denn stimmen? 625 Euro Teilhabekosten pro Kind pro Monat erscheint einmal viel. Allerdings, auch in der Reflexion mit dem Europäischen Zentrum für soziale Wohlfahrt sieht man, wir zahlen ja nicht alles von unseren Erwerbseinkommen, ja, sondern wir bekommen ja auch familienbezogene Transferleistungen.
Wir denken an die Familienbeihilfe, Kinderkostenabsatzbetrag, Alleinverdiener, Bonus etc. Und wir können damit erkennen, dass bevor der Familienbonus Plus eingeführt worden ist durch die Regierung Kurz und Strache, die Familienbeihilfe im Durchschnitt bei 150, also 130 plus, was dann dazugekommen ist, Richtung 170 Euro gekommen ist. Der Familienbonus Plus heißt zwar Familienorientierung, ist aber in Wahrheit natürlich ein Steuerentlastungssystem, dass jene, die viel verdienen, auch eine Steuergutschrift bekommen. Damit haben sozusagen jene Eltern viel davon und deren Kinder, die ein höheres Einkommen haben. Hingegen bleiben ein Drittel sozusagen der Arbeitnehmerinnen ausgeschlossen von dieser Förderung. Und deshalb ist es umso wichtig, hier einen Weg zu finden, wie eine Kindergrundsicherung konzipiert werden kann. Und ich komme vielleicht schon auf die nächste Folie und möchte zeigen, was kostet ein Kind. Und vielleicht eine Vorbemerkung, die Grundüberlegung, die auch dahinter steht, ist, dass der soziale Wohlfahrtsstaat nach wie vor eine Riesenerrungenschaft für Österreich bedeutet, letztlich auch europaweit beachtet wird und auch weltweit. Das ist das Positive. Das Zweite ist, der ist historisch gewachsen, damit sozusagen nicht am Reißbrett und damit natürlich ist er durch sein Wachstum und die hinzukommenden Verordnungen, Gesetze auch komplex und kompliziert geworden. Und die These ist, dass damit einerseits er Barriere nicht frei ist, sondern mit hohen Barrieren versehen ist, um den Zugang zu Leistungen zu kommen und er ist auch intransparent. Und deshalb wäre unser simpler Vorstand, vereinfachen wir doch das alles, indem wir sagen, jedes Kind, das in Österreich lebt, sollte in Anerkennung der schon zitierten Kinderrechte rund 200 Euro bekommen pro Monat. Wir wollen alle Kinder respektieren und signalisieren ihnen, dass ihr uns wichtig seid, die Kinder und Jugendlichen in dem Land. Und hier glauben wir, dass es nicht unbedingt notwendig ist, Staffelungen vorzusehen. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Wenn man die gesamte Laufzeit anschaut bis zum 18. Lebensjahr, dann glättet sich das aus und das wäre vielleicht eine simplere Lösung. Und das Zweite ist, weil nicht alle Kinder gleich sind. Und weil wir uns nicht selbst gebären, sondern geboren werden, hineingeworfen in eine Situation, die niemand von uns sich aussuchen kann. Wir können in Aleppo im Krieg geboren sein, im Sudan im Hunger. Wir können in Berlin in der Wohlfahrtsgegend am Benzlauer Berg geboren werden oder in Paris in Banlieue oder in Graz auf der einen Seite der Mur oder auf der anderen Seite, wo ganz andere Bedingungen sind. Und weil die Kinder nicht alle gleich sind, sollte zunächst ein gleicher Betrag gegeben werden und dann jene Kinder, die in armutsbetroffenen Familien aufwachsen, einen Maximalbetrag von 425 Euro ausbezahlt werden. Das wäre die Voraussetzung, dass auch diese Kinder, also jedes fünfte Kind, diese 22%, so teilhaben können wie die anderen Kinder auch, weil sie diese finanzielle Förderung nicht von den Eltern mitbekommen haben und mitbekommen. Und jetzt darf ich euch vorstellen, die Forschungsergebnisse unserer Kindergrundsicherung, die jetzt 2 Jahre im Feld sind. Und man sieht, dass wir eine Familie pro Bundesland ausgewählt haben. Wir haben versucht, möglichst die unterschiedlichen Armutstreiber zu identifizieren und auch abzubilden. Ich denke an Alleinerzieherinnen oder Alleinerzieher mit einem Kind, Mehrkinderhaushalte, Migrationshintergrund, Mindestsicherungsbezug oder doch erwerbslos, arbeitslos, aber auch geringfügig oder Beschäftigte oder Teilzeitbeschäftigte. Wir haben dieses Projekt, das hat Brigitte Schaffereck schon gesagt, auch mit Spenden letztlich finanziert und haben das jetzt einmal zur Auszahlung gebracht. Die Familienmitglieder waren Forschungspartnerinnen. Wir haben versucht, sie von Beginn an einzubeziehen und auch über nicht nur die Kindergrundsicherung zu reden, sondern auch, dass wir mit ihnen gemeinsam arbeiten wollen, um die Differenzen zu sehen. Und noch eine Bemerkung,
Ich glaube, das sind so ziemlich alle Kinderarmutsforschungsergebnisse in Österreich sowieso, Deutschland, UK und den Staaten zum Teil angeschaut habe, aber mir ist keine Forschung bekannt, die letztlich dorthin analysiert und forscht, wo die Armut aufgehoben ist. Wir haben Kinderarmutsforschung, Jugendarmutsforschung, aber wir wissen wenig, wenn das selbe Kind aus der Armut heraustritt, die Existenz gesichert ist, was passiert dann wirklich im Kind äußerlich wie innerlich. Und hier, um das nicht zu langweilig zu gestalten, wir haben verschiedene Methoden entwickelt, wissenschaftliche natürlich mit Interviews, qualitativen Gesprächen etc. Wir haben aber auch eigene Spiele kreiert, wie man die Fitness, den Gesundheitszustand analysieren kann auf spielerische Weise, auch welche Lebensmittel sie kennen mit Karten und so weiter. Also das war ein sehr buntes Bouquet, um wirklich in die Tiefe zu gehen in der Analyse. Und zum Zweiten haben wir die Kinder auch eingeladen, mit den Eltern einen Kinderzukunftsrat zu Hause dann zu machen, wo wir draußen waren. Und wo die Kinder mit den Eltern so überlegt haben, was haben sie für Wünsche, was könnten sie, was wollen sie umsetzen, woran krankt es, um das uns dann vorzulegen und sozusagen einen Plan der Kindergrundsicherungsanwendung zu geben. Und gleichzeitig waren wir vierteljährlich bei Quartalsgesprächen dabei. Sie haben in der Zwischenzeit auch ein Kinderhaushaltsbuch ausgefüllt, was sie von uns bekommen haben, dass sie sich selbstbewusst werden, wohin geht sozusagen die Kindergrundsicherung in die Mathematik, Unterstützung beispielsweise oder durch Fußballschuhe oder die Küche verbessern, dass gekocht wieder werden kann, der Kühlschrank finanziert werden kann oder dass sie einmal ins Kino gehen dürfen. Jetzt möchte ich schnell weitergehen und einleitend Folgendes sagen. Also ein Punkt, der mir persönlich klar geworden ist, ist, dass es so wichtig ist, dass wir eine Analyse in der Sozialarbeit, in der Praxis durchzuführen haben, wie ist die Geworden des Subjekts, in dem Fall des Kindes und Jugendlichen. Und wenn wir die Geworden rekonstruieren, untersuchen wir immer das Leben, das Handeln, die soziale Praxis unter ganz spezifischen Bedingungen in einer zeitlichen Dimension. Und die Bedingungen sind hier jene, die die existenzielle Unsicherheit betrifft. Die nicht gesicherte Lage und verweise da, wir sind ja auf der Universität und alle in der Wissenschaft tätig, verweise auf Holzkamp, weil ich glaube, dass er einer der wichtigsten Vertreterinnen ist der kritischen Psychologie, der sehr stark sozusagen diese Gewordenheitsthematik analysiert hat. Das Zweite wäre, dass wenn man was sozusagen historisch versucht zu rekonstruieren, natürlich auch historisch-materialistisches Denken von Nütze sein kann, wo wir verstehen, auch von der Ausgangsposition, dass wir Menschen als auch Ensemble der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse zu werten sind. Aber Gramsci in dem Satz zitiert und wiederum zur kritischen Psychologie markert, also dass die Gemeinsamkeiten eben zwischen Kindern sich dann ergeben, wenn sie sich in ähnlichen, gleichen sozioökonomischen Lagen befinden oder benachteiligten Lagen. Und zur Soziologie, glaube ich, ist ganz entscheidend, auch in der Auswertung für mich natürlich Bourdieu und vor allem das Buch Versuch über Theorie der Praxis, wo er ja in dem Buch sehr deutlich schreibt, dass es sozusagen drei Modus gibt, um überhaupt eben in einer historischen Rekonstruktion des Menschen über die praxeologischen Erkenntnisgewinn überhaupt zum Habitus Erklärung kommt. Und der durchaus hinweist, dass dieser Erkenntnisgewinn immer erwächst aus den dialektischen Beziehungen ihrer Verhältnisse, ihrer Möglichkeiten oder Unmöglichkeiten, ihrer Grenzen oder ihrer Unbegrenztheit. Das vielleicht so als kurze Einstimmung sozusagen, was uns dienlich sein kann, wenn wir Subjekte verstehen wollen und vor allem ihre soziale Praxis begreifen. Der nächste Punkt ist und da ist schon theoretische Grundlage auch wiederum beim Bourdieu zu suchen und bei Holzkamp.
Die primären Erfahrungen sind im ersten Schritt so wichtig. Welche Erfahrungen machen unsere Kinder oder Jugendliche, wenn sie armutsbetroffen sind? Und was wir nicht ausblenden sollten, wären einmal die objektiven gesellschaftlichen Gegebenheiten. Die Kinder und Jugendliche, die aufwachsen, die sehen auch nicht nur ihre spezifischen Situationen, sondern sie sehen ja auch über Medien, über andere Bereiche, wie in etwa die objektiven Bedingungen aussehen. Und diese erweisen sie für ihr Aufwachsen unter diesen klaren privaten Verhältnissen durchaus als eine Art Armutsklassenlage, ohne dass sie das jemals so formulieren würden, weil sie sich nicht als gemeinsam mit anderen identifizieren, also eine Klassenlage für sich überhaupt nicht denkbar, nicht einmal grundsätzlich an sich, aber sie wissen, dass meine persönliche familiäre Welt scheint sehr different sein zu Welten anderer Menschen. Zweiter Punkt ist, dass wenn man den Blick dieser Gewordenheit vom Kind aus sieht, dann sehen die Kinder, dass ihre familiäre Existenz nicht gesichert ist. Und diese nicht gesicherte Existenz, zu der besteht aber keine Alternative. Sie haben keine Alternativen dazu wählen und sie können nur ahnen, wie die Lebenswelten und die Bedingungen anderer Familie vielleicht ausschauen. Ihre ist eine prekäre Existenz und sie anerkennen auch diese Lebenslage, und das ist mir so wichtig mitzuteilen, als die natürliche Lebensvoraussetzung. Es ist die natürliche Lebensvoraussetzung für sie, prekär aufzuwachsen und womöglich zu wissen, dass die Wohnung morgen oder übermorgen nicht gesichert ist. Der dritte Aspekt, der ist so klar, wenn man die Erfahrungen mit den Kindern rekonstruiert, ist Vermittlung und Anrufung. Wir kennen, die Anna Rieger sitzt ja im Hörsaal und sie ist ja ausgewiesene Expertin von Honneth und seiner Anerkennungstheorie und hat bei dir schon einige Vorträge auch gehört. Die Vermittlung. Also es ist schon so, dass unsere Kinder und Jugendlichen auch ihnen vieles vermittelt wird. Und den Kindern, die wir hier als Partnerinnen gewonnen haben, wird vermittelt, dass sie weniger wert sind als andere Kinder. Sie haben weniger Freunde, Freundinnen, sie können sie weniger treffen, sie können niemanden zu sich nach Hause einladen. Sie erfahren immer wieder Abwertung, wenn sie mit der Mutter mitgehen, ohne jetzt Kolleginnen jetzt, wie soll ich sagen, negativ gegenüber aufzutreten. Aber die Erfahrung ist ja der Unterschied, wenn ich als Kind mitgehe mit meiner Mutter aufs AMS und vielleicht wieder ein Zettel als Vater nicht mit habe und da gescholten wäre, ist eine vollkommen andere Erfahrung, als wenn man als Kind mitgeht in die sozialen Räume zu gesellschaftlichen Ereignissen, wo die Väter, Mütter begrüßt werden und die Kinder natürlich auch dementsprechend gewürdigt werden, erleben die Nichtwürdigung. Insofern glaube ich, ist ganz entscheidend, auch die Anerkennungstheorie hier im Blick zu haben, möchte aber Althusser auch mit reinnehmen, weil er ja spricht von der Anrufung. Ja, eine ähnliche Methodik, aber die Anrufung ist etwas, was wir feststellen, dass sie sehr betroffen sind. Und um das von der Theorie her wieder runterzubrechen, sagen Mütter, Väter, ich fühle mich einfach weniger wert die ganze Zeit. Ne? Also ich kriege keine Arbeit, versuche eine zu bekommen, habe immer negative Erfahrung und in der Ortschaft zähle ich auch nichts. Ja? Oder sie sagen ja persönlich, ich bin abgestempelt. Ja? Also das wäre so die Vermittlung und Anrufung, die Kinder auch erreichen und Kinder nicht unbedingt groß machen, um das Selbstwertgefühl helfen zu entwickeln, sondern genau das Gegenteil. Die ungesicherte Existenz, habe ich schon gesagt, aber vielleicht ein Punkt, der in der Forschung so durchzieht, ist die Omnipräsenz von Geld. Und jetzt könnte man vermuten, dass Kinder und Jugendlichen, wo Geld zugegen ist, das Geld omnipräsent ist. Also mein Eindruck in der Differenzforschung ist genau das Gegenteil. Aufgrund dessen, dass Geld da ist, ist das Geld nicht das Thema, sondern die Voraussetzung des Lebenskönnens, dass das finanziert wird. Hingegen bei den armutsbetroffenen Kindern, die erleben, die Existenz ist nicht gesichert, Geld ist permanent ein Thema für sie und damit begründet es dann ihre Praxis, auf das kommen wir im nächsten Schritt zurück. Wie erleben die Kinder ihre Eltern? Das sind die einzigen, die sie haben. Und die sind auch in den Forschungsergebnissen, Vergleichsforschungsergebnissen, aber in unseren in Isolation. Also, erstens einmal
Niemand von denen, würde man behaupten, selbst wenn wir es quantitativ anschauen würden, sind ein gesellschaftliches Subjekt. Damit meine ich per Definition jenes Subjekt, das versucht, teilweise die Gesellschaft mitzugestalten. Wir sitzen in der Hochschule oder jetzt draußen vielleicht auf der Wiese, hoffentlich, die jetzt zuhören oder woanders. Aber wir allesamt haben Berufe, wo wir uns sozusagen einbringen können, was uns befriedigt, weil wir irgendwo Kommunen, Regionen etwas die Gesellschaft mitprägen können. Und diese können einmal das nicht. Das Zweite ist, sie kommen nicht einmal in den sozialen Raum. Sie sind für uns meistens nicht sehbar, wenn wir durch die ganze Innenstadt gehen, in ein Café oder ins Restaurant, dort sind die nicht anzutreffen. Und alle Eltern, mit denen wir gearbeitet haben, gehen in diese Räume schon lange nicht mehr und sie haben de facto keine Freunde. Ich habe gestern wieder mit einem Familienvater gesprochen, das sagt man Freunde, ich meine, ja, ich habe einen, mit denen ich treffe, weil es ist aber natürlich nur privat bei ihm. Und damit Ende, aber noch einmal hinlenken, was bedeutet das für uns, wenn wir als Kind in der Situation aufwachsen, dass es Natur ist, dass mein Role Model, meine Bezugsperson isoliert ist. Also, und nicht das Gegenteil persönlich erlebt. Und ich möchte jetzt ein Kind sprechen lassen. Ich muss das, wenn das so wird, ich hoffe, ich kriege das da weg. Ja. Ich möchte eine Mutter sprechen lassen, wie sie das Kind erlebt. Und der Satz ist ganz gut stellvertretend, stellvertretend für viele Kinder. Was die Mutter und auch andere Eltern sagen, immer wieder, dass ihre Kinder so kompromissbereit sind. Und zwischendurch sagen sie, das ist echt furchtbar, das tut mir oft mehr weh. Und jetzt sage ich es auf Wienerisch, wenn sie einmal eine Bahn aufstellen würden, was sagt es? Die Eltern erleben, dass ihre Kinder keine Ansprüche formulieren, die sie eigentlich nicht erfüllen können. Weil die Kinder wissen, was sie formulieren können, weil sie wissen, was drinnen oder was nicht drinnen ist. Und die Kinder lernen sozusagen mit dieser Situation umzugehen, was aber gleichzeitig, wie man sieht, immer wieder auch Eltern sehen, ich hätte dann manchmal leichter, wenn mein Kind einen Baum aufstellt, oder wenn es einen Baum aufstellt, dann habe ich ein begründetes Recht sozusagen, auch jetzt zu sagen, das kriegst du nicht. Aber das passiert de facto nicht. Und jetzt der nächste Schritt, wenn wir sagen, was sind die Erfahrungen, dann glaube ich, ist der nächste Denkschritt, um das zu dekonstruieren, wie deuten sie diese Erfahrungen und welche Prämissen bilden die Kinder, dass man dann versteht, wie ihre soziale Praxis ausschaut. Und das kann ich im kurzen Tempo machen, weil ich viele schon versucht habe zu sagen, sie erkennen die Armutslage als natürliche Voraussetzung ihrer Kinder dann. Das, was für mich neu ist im Vergleich zu anderen Forschungsergebnissen, ist diese hohe Anerkennung ihrer Eltern, ja, und diese hohe, wie soll ich sagen, Lob auch, ja, die sie den Eltern gegenüber einbringen, dass sie sehen, wie stark die sich engagieren für sie als Kinder. Weil die bürgerliche Welt, ja, unterstellt ja permanent, dass diese armutsbetroffenen Eltern passiv wären, dass sie selbst schuld wären, dass sie faul wären und eh nicht aus der Jogginghosen rauskommen. Das ist ja diese Anrufung, die dann vermitteln. Wenn man das aber den Blick der Kinder hin zu den Eltern macht, erleben die, dass die unentwegt tun und nach innen hin strugglen, dass sie dieses familiäre wirtschaftliche Organ irgendwie aufrechterhalten können. Und jetzt schon zur Deutung, dass die Kinder wissen, dass sie eigentlich mitverantwortlich sich fühlen müssen zur Aufrechterhaltung des familiären Organs. Und jetzt könnte man sagen, in den früheren Zeiten hat es Kinderarbeit gegeben oder in anderen Kontinenten immer, wo sozusagen das eine Form ist, die Kinder zu unterstützen. Das gibt es zum Glück nicht, aber das heißt, wenn sie ja nicht eben Geld reinbringen können zur Unterstützung des Organs, dann müssen sie ihre Wünsche und Bedürfnisse genau an das anpassen, was möglich ist. Und Pläne oftmals werden einfach nicht gemacht, weil das Leben sowieso anders kommt, als der Plan will. Und damit möchte ich zusammenfassen,
und eigentlich jetzt erst zur sozialen Praxis kommen. Das ist das, was jetzt ja eher uns begegnet oder sichtbar ist. Sie handeln immer existenzorientiert. Sie passen ihre Wünsche an das Finanzierbare an. Man könnte sagen, Wunschpragmatismus. Sie formulieren keine oder sie weiten ihre primären Bedürfnisse nicht aus, ja, weil sie wissen, dass die nicht befriedigbar sind. Also wenn ich weiß, dass ich keine Chance habe, in einen Fußballverein zu gehen oder das Geld da ist auf eine Schullandwoche mitzufahren oder auch nicht das Geld ist, wenn wir Unterstützung haben in meiner Lernentwicklung, dann würde ich das als Wunschpragmatismus sehen. Und sie handeln extrem eben damit sozial kooperativ. Also wenn man sagt, dass ja zunächst einmal die Freiheit für die Subjekte da sind und dann die Entscheidung ja letztlich die Operationalisierung der Freiheit ist, dann blockieren sie, also dann sind sie sozial kooperativ, aber gleichzeitig blockieren sie andere Handlungsmöglichkeiten, die auch Menschen an den Tag legen können. Und zusammengefasst, Learning to live poor. Das, glaube ich, ist einer der Erkenntnisse in dieser Forschung, dass die Kinder und Jugendlichen einfach lernen, in dieser Natur, in dieser sozioökonomischen Situation, mit der Isolation der Eltern, mit den gegebenen Bedingungen zu leben und letztlich von Beginn an sich abzufinden, immer in Armut leben zu müssen. Und sie leben sozusagen nicht interessensgeleitet, sondern existenzgeleitet. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, um zu verstehen, warum so wenig Kinder sich hinausentwickeln, dass ihre soziale Praxis letztlich das Resultat ist dieser ganzen vor jetzt schon präsentierten Vorbedingungen. Wie sind die Bedingungen? Wie deute ich die? Wie bilde ich meine Prämissen? Wie handle ich? Führt dazu, dass sie sich wenig emanzipieren können und aus der Armut befreien können. Ich möchte jetzt auf einen Punkt kommen, der das nochmal vielleicht verdeutlicht, nämlich etwas, was ein Bub, ein 12-Jähriger jetzt zitiere: Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Wir sehen, dass wenn man fragt, wie stellst du dir die Zukunft vor, dass die Kinder, also ich würde gar nicht sagen bescheiden, sondern eigentlich ist das richtige Begriff eigentlich adäquat zu ihrem Aufwachsungsprozess, sagen, ja, irgendwann eine Arbeit, nicht interessensgeleitete Arbeit, sondern ein Job, wo er Geld kriegt, dass er Wohnung finanzieren kann und dass er das schafft. Und das ist aber letztlich die Idealvorstellung, wo sie aber wissen, dass sie mit 25 Jahren vielleicht noch, wenn es so mittelmäßig läuft, eigentlich nur zu Hause bei den Eltern leben, wohnen und prekär sind. Ja. Und das ist wirklich entscheidend. Und jetzt möchte ich mit dem nächsten Folie zeigen, der größte Wunsch, der zieht sich wirklich von Vorarlberg bis Wien durch, ist der Wunsch nach Sorgenfreiheit. Und wenn man die Kinder fragt, was ist Sorgenfreiheit, dann bedeutet es letztlich, dass sie meinen und sie definieren das als Zustand, wo die Existenz gesichert ist, also die primären Bedürfnisse nach Wohnen, Essen, Begleitung befriedigt ist. Und ein bisschen Teilhabe, Schule mitfahren dürfen, Kipferl kaufen, ein Eis einmal im Freibad einkaufen und vielleicht Fußball spielen oder Basketball oder tanzen, also aus. Und das ist aber die Sorgenfreiheit, die überhaupt nicht operationalisiert ist und das ist der größte Wunsch. Und für armutsbetroffene Kinder, und das ist auch eine Konklusion, enden die Wünsche und Zielvorstellungen von jenen, dort, wo jene, die nicht betroffen sind, erst beginnen. Also wenn ich das so zu euch hinhalten darf, wenn man da unten die Kinder sieht, ist der größte Wunsch, dort auf Existenzsicherung zu kommen. Und das erscheint mir als einer der wichtigen Punkte zu sein, dass die anderen Kinder, die jetzt sozusagen davon ausgehen, ja, die Eltern haben ein Einkommen, verdienen, kommen nicht auf die Idee, dass die Wohnung durch Arbeitslosigkeit gefährdet werden könnte oder so, dass dort erst die Wünsche, die primären Bedürfnisse sich entwickeln. Und das ist diese extreme Differenz, die, glaube ich, damit auch nochmal so stark zum Druck kommt, wo die Unterschiede liegen.
Und den letzten Teil, nachdem ich versucht habe, jetzt einige Forschungsergebnisse Ihnen und euch mitzuteilen. Das ist ja alles sozusagen eine Art Kinderarmutsforschung, wo ich aber glaube, dass wir definitiv neue Erkenntnisse gehoben haben, möchte ich über die Zukunft sprechen. Ja? Und zunächst wiederum die Differenz an das eben noch nicht gewordene über zeitliche Achse und etwas, was durch eine Kindergrundsicherung entspringen kann und beginnt letztlich eher in Ableitung von Bloch, der große Philosoph. Und wenn wir die Armut von Kindern abschaffen, würde ich sagen, die Teilhabe von Kindern sichern, transformieren, wir das noch nicht haben, also könnte man das sozioökonomische Situation sehen, das noch nicht sein, also man könnte sagen, die soziale Praxis der Kinder und das noch nicht Bewusste, also das, was jetzt im Augenblick ja gar noch nicht möglich ist, sich zu erdenken. Und diese zweite Bemerkung ist, glaube ich, so wichtig, dass wir immer Sorge tragen müssen in unserer Praxis, aber auch im theoretischen Arbeiten, dass wir schon wissen, wie bedingt wir werden durch die Bedingungen, und das zeigt ja gerade das Ergebnis, aber dass wir in unserem Tun immer davon ausgehen müssen, dass wir Menschen auch die Bedingungen letztlich nicht nur unter Bedingungen bedingt werden, sondern wir Menschen die Bedingungen auch schaffen können. Das ist natürlich schwierig, aber deshalb sollte man nie den Blick, auch nicht auf der Mikroebene, Mesoebene gar nicht, und deshalb darf ja die Kindergrundsicherung euch anbieten, die Verhältnisse zu ändern. Das können wir leisten, dabei müssen wir uns dementsprechend durchsetzen. Und jetzt wird es hoffentlich in der Auflösung schöner, und ich mag zeigen, einige wenige Dinge, und möchte da wieder ein Kind sprechen lassen. Also das Kind sagt uns, dass es sich vieles geändert hat, jetzt in diesen 2 Jahren. Es hat sich vieles zum Besseren gewandelt, wir haben keine Toastbrotzeiten mehr. Ja? Und Toastbrotzeiten bedeutet immer die letzten 3 bis 4 Tage einfach nicht ausreichend essen, und dort gibt es halt dann das Toastbrot oder bei einer anderen Familie vielleicht aus der einen Wurst, die im Kühlschrank noch liegt, ein Wurstsalat, der dann noch irgendwie organisiert wird. Und dass doch nach relativ kurzer Zeit auch die Kinder sagen, dass diese Erinnerung verblasst. Und einer der rettischen Einschub, Sie wissen das und ihr wisst es, dass man generell in Österreich eher der Meinung ist, es gibt keine absolute Armut, nicht in dem Diskurs, in dem Abgrenzungsdiskurs, sondern eine relative, würde das, wenn wir das auch verschriftlichen, ich glaube, dass es eine absolute, aber temporäre Armut gibt. Also wenn wir sehen, dass Ende des Monats die Kinder nicht ausreichend zu essen haben, also dann würde ich meinen, wir haben durchaus in Österreich auch eine absolute, allerdings temporäre Armut im Sinne der Definition. Und jetzt, wenn man das nochmal versucht zu dekonstruieren, die veränderten neuen primären Erfahrungen, die ja letztlich dann wiederum zur sozialen Praxis unserer Kinder führt, was ist, wenn die Kinderarmut abgeschafft wird? Das Erste ist, die Kinder sind von dieser temporären Armut unter Zwangsbedingungen befreit. Die Toastbrotzeit, das nicht genügende Essen Ende des Monats, die nicht vorhandene Bekleidung, wo sich Eltern mit Kindern, was auch außergewöhnlich ist, die Bekleidung auch scheren, dass die definitiv verändert ist und diese ganzen materielle Dimension einmal gesichert ist. Und das führt dazu, dass die Kinder nach kürzester Zeit sagen, ich habe keinen Stress mehr, bin nicht mehr so belastet. Also sie wissen, dass die tägliche familiäre Existenz jetzt einmal zumindest gesichert ist erkennen diese neue Lebenslage durchaus nach einer gewissen Fortdauer als auch die neue positive Lebenslage auch an. Also sie geht dann irgendwie über. Also wir sehen ja auch in der Pandemiezeit, wie schnell wir unser normales Leben vergessen haben müssen und komplett umstellen und wie sich das einbringt. Ja. Also sieht man auch, man kann Dinge auch aufheben, wenn Kinder andere Erfahrungen machen. Und entscheidend ist auch wiederum Vermittlung, Anrufung, Anerkennung, Nicht-Anerkennung, Othering, dass die Gesellschaft die Abwertung sinkt, massiv bei den Kindern, also so gut wie keiner sagt,
sagt man ja, in der Schule wäre ausgelacht, weil wenn ich sage, ich habe das Geld vergessen, warum haben wir schon alle Kinder, was sie wissen, das ist ja nur Schnee. Und solche Dinge, aber auch die Abwertung der Eltern sinkt, ja, massiv und werden weniger abgewertet. Dieser Klassismus nimmt ab und signifikant der Anzahl der Freunde vergrößert. Also in der Woche habe ich wieder mit einer Familie gesprochen, wo das Kind wirklich keine realen Freunde gehabt hat, nur über Gaming und in Kontakt war und so gut wie keine gehabt haben und jetzt nach fast 2 Jahre auf vollem Freundeskreis und nicht nur beim Gaming. Gaming ist signifikant, hat abgenommen, viel in der Pandemie natürlich online, aber Gespräche, sich austauschen, hey, wie geht's dir, was sind meine Probleme, wie siehst du das? Und jetzt auch im realen Raum sich das vergrößert hat. Und letzter Punkt, weil er auch immer so gerne unterstellt wird, ne? Die Arbeitslosen sind faul, liegen auf unseren Taschen und so weiter. Und wenn man denen eine Sicherung gäbe, treten sie heraus aus der... Also dann bleiben sie zu Hause und liegen in der Handymatte und genau das Gegenteil ist der Fall. In dem Moment, wo die Existenz gesichert ist, alle Elternteile gehen hinaus, gehen wieder raus, bauen einen Freundeskreis auf und viele von denen haben jetzt mehr Erwerbstätigkeiten als zuvor und das nach so kurzer Zeit. Komme jetzt zu den letzten Folien, wo man das so deutlich sieht, das sind alle Kinder und Familien, also Erwachsene. Ich mache mir viel weniger Sorgen mit dem Geld und so. Und alle Kinder sagen, einen klareren Blick, ja, einen klareren Kopf, ne, also wie das so schön in der Sprache letztlich verankert ist. Oder ein Mädchen sagt das in einer anderen Form. Also was wir sagen können, diese hohe Belastung, dieser hohe Druck, der Stress wird, der die Kinder krank macht, der nimmt ab und nach einer Zeit von einem halben Jahr bis eineinhalb Jahren entsteht hier vollkommen andere Situation. Und die neu gebildeten Prämissen, ich bin quasi nicht so verantwortlich mehr, muss nicht alles sozusagen anpassen, darf mehr Wünsche formulieren, darf mehr Bedürfnisse formulieren, was jetzt finanzierbar ist. Und spannend ist auch, ganz am Beginn habe ich gesagt, dass mit den gesundheitlichen Problemen, sieben häufig Verletzungen etc. alle jetzt unsere Forschungspartnerin, nochmal von Wien bis nach Vorarlberg, haben die alle gesundheitliche, somatische Auffälligkeiten gehabt und alle haben das fast weg. Kopfschmerzen, Übelkeit, Bauchschmerzen, Bronchitis, die ganzen Treiber, die auch die Schulbildungszeiten dort minimiert haben, sind weg und sie haben weniger Fehlzeiten und sie kommen alle samt mehr mit. Und die Veränderung der sozialen Praxis zusammengefasst, sie sind freier bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. Das Bildungssystem ist natürlich eines, das nur immer Klassismus getrieben auch ist und trotzdem wird es für sie leichter. Sie formulieren die ersten Interessen und nicht nur die Existenzorientierung. Wünsche werden ausgesprochen, sie sind sozial kooperativ weiterhin, aber der Selbstwert wächst und wir sehen es auch, wenn wir uns erinnern an Jahr oder Zaso mit der Marienthal-Studie, wie sie verschiedene Messinstrumente gehabt haben, sie reden alle viel schneller. Also die Vergleich, die ersten Interviews vor eineinhalb Jahren und jetzt, sie reden schneller, mehr. Das ist beeindruckend. Und jetzt vielleicht noch zum Schluss lassen wir hier ein Mädchen sprechen. Noch schneller, weil wir wollen nur Zeit zu Fragen und Diskussionen haben. Früher war ich schon etwas schüchtern und habe wenig geredet in der Schule. Also jetzt rede ich auf einmal. Ja? Und ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich spreche. Ja. Und das ist durch die Bank bei allen Kindern, dass sie erleben und entdecken, dass sie offener sind, dass sie reden können und dass sie dadurch natürlich auch unheimlich gute Reaktionen bekommen. Und damit ende ich sozusagen mit dem Einblick in die Studie, die jetzt euch präsentieren durfte. Es ist für mich persönlich ja unglaublich tolles Erlebnis. Ich forsche schon immer wieder, aber
das sozusagen hier zu heben, ist so bereichernd, weil mir so klar wird, wie soziale Praxis der Menschen entsteht, und wir können die Kinderarmut abschaffen. Wir werden das erste Land der Republik, also der Welt werden, wie die Kinderarmut abschafft. Dann, wenn wir die Kindergrundsicherung einführen, Brigitte Schaffarek, Franz Ferner in der Steiermark, und wir gemeinsam bemühen uns, dass wir aufmerksam machen. Jedes fünfte Kind ist betroffen, nicht jedes zehnte oder zwanzigste. Wir haben einen Handlungsbedarf. Wir sammeln eine Petition, wenn ihr zuschaut und dann reingeht unter www.volkshilfe.at, man kann es online machen. Wir sind heute am Maria-Hilfe-Platz, wo wir einen Stand machen, wo wir es analog noch oldschool machen können. Jetzt gibt es eine Tour. Danke noch einmal an Johann Ehm und der Gertrud Bantatschek, dass ich hier dabei sein darf. Sie hat mich die Möglichkeit gegeben, euch einen Einblick zu geben in die Forschungsergebnisse an. Auf dieser Tour, wir sind noch bis Freitag unterwegs, und dann werden wir in Wien die Großkundgebung noch machen am Schluss, und wir haben ein Tool an Aktivitäten, wo man sich beteiligen kann, um die Kinderarmut abzuschaffen. Und so wie am Beginn ein wenig angekündigt, das einzige Realistische im Sinne vom Oscar Nicht sind unsere Utopien. Und wenn man sieht, glaube ich, können wir mit der Forschung schon, die jetzt geschrieben wird und publiziert wird Ende des Jahres, werden wir hoffentlich das in eine gescheite wissenschaftliche Form bringen. Wir sehen, dass die soziale, also wie die Gewordenheit passiert, wir können es, glaube ich, rekonstruieren, aber wir sehen auch, wie die soziale Praxis unter einer existenziellen und Existenzsicherheit definitiv verändert. Ja, danke mal für Ihre Aufmerksamkeit. Nochmal danke vielmals, dass ich noch einmal sein darf. Ja, und jetzt, glaube ich, ist Zeit, Fragen zu stellen. Und ich hoffe, ihr seid bei der Hitze nicht eingeschlafen oder platt. Danke vielmals.